Ja, lange angekündigt, oft angekündigt, jetzt wird's endlich gespielt. Firewatch. Ich habe ja schon mal erwähnt, dass ich von diesem Thema ja, begeistert bin oder dass mich das Thema interessiert. Ich habe mir auch extra einen Feuerwehrhelm zugelegt. Das war nicht so einfach, wie er jetzt aussieht. Ja, und ich würde sagen, wir legen sofort los. Neues Spiel. Oh, das Menü bewegt sich mit. Das ist ja interessant. Neues Spiel. Camposanto präsentiert. In Zusammenarbeit mit Panic Incorporated. Boulder, Colorado 1975. Du siehst Julia. Sie ist ungefähr in deinem Alter, Ende 20. Sie unterhält sich mit gut gekleideten Professoren und Studenten von der University of Colorado Boulder. Du, Henry, bist du mit deinen Kumpels einen trinken? Du gehst zu ihr. Du bist betrunken. Okay. Also, was ist dein Hauptfach? Oder du? Du siehst gut aus. Das ist freundlich. Du siehst gut aus, antwortet sie unbeeindruckt. Du siehst nicht gut aus. Du hast jetzt schon einen Kater. Was? Entgegnest du ihr verwirrt. Du könntest bestimmt einen Cheeseburger vertragen, sagt sie. Sie winkt einen Kellner heran. Eine Woche später seid ihr zusammen. Das ging schnell. Nehme den Rucksack. Kann ich mich hier Fahrstuhl? Achso. Tiefgarage. Ein bisschen genau umkugeln. Das ist übrigens kein Horror-Game, kein Puzzle-Game, nicht irgendwie. Oder Jump and Run. Hüpfen kann man nicht, man kann ganz normal laufen. Ich habe es vor ein paar Jahren, das ist schon ein paar Jahre her, habe ich das Spiel gesehen, da war es auf Englisch. Und ich wusste jetzt gar nicht, dass es das jetzt auch auf Deutsch gibt. Kann ich auch so rauslaufen oder muss ich fahren? Ich laufe mal so hoch. Ich glaube schon, dass wir das Auto nehmen müssen. Aber man kann auch hochlaufen. Nee. Das Auto nehmen. Und ja, diese Atmosphäre, also es soll sehr atmosphärisch sein. Es ist so eine Atmosphäre, wo ich auch mag, diese Firewatch-Atmosphäre. So, Fahrzeugtür einsteigen. Los geht's. So ist Nationalpark-Atmosphäre. So wie in Planes 2 zum Beispiel. Ihr seid schon gut ein Jahr zusammen. Ja, sie macht dich wahnsinnig. Es ist toll. Ihr zieht zusammen in eine Wohnung nahe der Universität mit Blick auf die Berge. Ihr trinkt Bier auf der Dachterrasse. Naja, eigentlich trinkt ihr überall Bier. Das Leben ist schön. Julia möchte einen Hund. Gibt es einen verwahrlosten kleinen Beagle? Julia verliebt sich sofort in ihn. Sie möchte ihn mit in den Unterricht nehmen.
Es gibt auch einen bedrohlich wirkenden, aber sanftmütigen blickenden Schäferhund. Wenn Julia diesen Hund ausführen würde, könnte ihr nichts zustoßen. Er ist ein imposantes Tier. So, jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Und ich glaube, was für Möglichkeiten hier gesucht werden, ist auch entscheidend für das Ende oder für die Enden. Also ihr entscheidet euch für den Beagle, sie tauft ihn Bucket, nehmt den Schäferhund und nennt ihn Mayhem. Also der Schäferhund wäre sicherer, aber in den Beagle hat sie sich halt sofort verliebt. Wir nehmen den Beagle. Bucket ist ein guter Hund. Nach einer Woche denkt ihr gar nicht mehr über den anderen nach. Julia liebt ihn. Und du auch. 1979. Ihr unterhaltet euch auf der Dachterrasse. Es ist Sommer. Es ist 21:30 abends. Und die Betonwüste unter euch glüht immer noch. Was hältst du von Kindern? Fragt sie. Kinder? Die sind nicht sehr schlau oder zu irgendetwas nütze. Ich meine, ob wir welche haben wollen. Ein paar kleine Dummköpfe. Das wäre schön, oder eines Tages, wozu die Eile? Das wäre schön. Dann sollten wir vielleicht heiraten. Ja, das fände ich gut, antwortest du. Unsere Kinder werden schon verkorkst genug sein. Es kann nicht schaden, wenn ihre Eltern wenigstens verheiratet sind. Du findest, sie hat vollkommen recht. So. Jetzt ist die Frage, der Dialog, den wir da sehen, wo wir Julia kennenlernen und einen Hund kaufen und so, ist das die Vergangenheit? Und hier ist die Gegenwart? Weil bisher ist nichts über den Job im Nationalpark gesagt worden. Also die Text, das Spiel von der Textur her ist jetzt nicht High-End-Grafik, aber es kommt genau das rüber, was eigentlich rüberkommen soll. Also es ist, mir gefällt's. Torofa Trailhead. Oh, do not forget to check in. No fireworks. Ja, also keine Feuerwerkskörper. Kein Feuerwerk. You're in their country. Learn to live with bears. Das ist die Karte. Okay. Two Forks Region. Okay. Das ist die Frage, wo müssen wir hin? So muss ich meine Tasche erst nehmen. Da habe ich die schon. Ne, die habe ich schon. Okay. Ah ja, richtiger Weg. 1980. Es ist Donnerstagabend und Julia hätte schon seit 4 Stunden zu Hause sein sollen. Sie ruft nicht an. Du machst dir Sorgen und wirst immer wütender. Sie kommt nach Hause, als du schon im Bett liegst. Sie ist nicht wirklich betrunken, hatte aber offenbar einen schönen Abend. Bestreitet euch, als sie ins Bett kommst. Als sie ins Bett kommt. Du wirst sauer, du wirst sie. Ich werde immer so reagieren, also nicht wie ich denke, wie die Spielfigur reagiert, sondern wie ich reagieren würde. Und da ich jemand bin, wo nicht gern streitet, ich ignoriere sie. In dieser Nacht haltet ihr Abstand voneinander. Am nächsten Tag plagen dich Schuldgefühle, weil du so wütend warst. Du fragst sie, wie ihr Abend war. Toll, antwortet sie. Du nimmst es ihr immer noch ein wenig übel. Du machst Kaffee und gehst zur Arbeit. 1981.
Julia zeichnet immer noch gerne. Sie zeichnet die Pflanzen, die sie erforscht. Sie zeichnet alle Orte, die ihr besucht. Und sie zeichnet dich. Du spannst deine Muskeln wie He-Man, du tänzelst herum wie ein Victoria's Secret Model. Oh, nope. Nee. Ich mach den He-Man. Du siehst toll aus. Bin ich jetzt runtergesprungen? Bin ich da jetzt runtergesprungen? Oh, guck mal, die Sonne. Bisher wird nicht erklärt oder gesagt, dass wir als Firewatcher arbeiten. Nennt man das Firewatcher? Ah, Feuerwachturm Two Forks. Noch 13 Kilometer? What? 13 Kilometer? Ah, Leertaste. S. Drüberklettern. Oh, diese. Guck dir das an. 1982. Sommerabenden geht ihr gerne mit Bucket spazieren. In der Stadt ist ein Festival. Es zieht Besucher von überall her an. Einer von ihnen versucht, euch mit einem Messer auszurauben. Oh. Jetzt wäre natürlich der Schäferhund besser. Er tritt Bucket. Bubafa, verdammt, der Hund! Schreit Julia. Sie ist aufgeregt. In Stresssituationen stottert sie schnell. Du stellst dich dem Angreifer entgegen und polierst ihm die Fresse. Autsch, er verpasst dir eine Schnittwunde am Arm, aber du prügelst ihn krankenhausreif. Du fühlst dich nicht sonderlich stark. Du heulst Rotz und Wasser, bis die Polizei aufkreuzt. Julia schlägt vor, ab jetzt einen anderen Weg zu nehmen. Aber du stimmst ihr zu. Hier möchtest du auch nicht mehr spazieren gehen. Von da an spaziert ihr am Fluss. 1984. Eure Arbeit kommt der Nachwuchsplanung in die Quere. Julia wird ein Job in Yale angeboten. Yale liegt im 3000 Kilometer entfernten Connecticut. Sie wäre dort stellvertretende Fachbereichsleiterin geworden. Und sie möchte umziehen. Du auf keinen Fall. Du überredest sie, das Gebot abzulehnen. Du bist einverstanden, wenn sie pendelt. Oh, das ist schwierig. Auf der einen Seite möchte ich oder würde ich wollen, dass meine Frau also glücklich wird. Weil wenn man einen Mensch liebt, will man, dass der natürlich mit dem glücklich wird, was er gerne macht. Und deswegen werde ich sagen, sie soll den Job nehmen. Aber eine Fernbeziehung über 3000 Kilometer, weil Pendeln über 3000 Kilometer, das läuft auf Fernbeziehung hinaus. Weil überreden, den Job abzulehnen, nee. Ich bin einverstanden, wenn sie pendelt. Du fragst sie, ob sie pendeln würde. Du möchtest nicht nach Connecticut ziehen. Sie sagt, es würde anstrengend werden, aber sie würde es tun, wenn du nicht umziehen möchtest. Du sagst ihr, sie solle sich diese Gelegenheit nicht entgehen lassen, wenn es das ist, was sie möchte. Sie nimmt den Job an und fliegt dreimal im Semester zurück nach Boulder. Also dreimal in einem halben Jahr sehen wir uns nur noch. Das ist alle zwei Monate. 1985. Julia wird nach einem Vorfall in Yale beurlaubt. Sie ist ausgerastet, weil ein Kollege sich Bücher von ihr geliehen hatte, die sie für ihre Forschung benötigte. Ausgerastet? Oje, was heißt ausgerastet? Sie konnte sich nicht mehr daran erinnern, dass sie ihm die Bücher zwei Tage zuvor mit Freude geliehen hatte. Oh oh. Man fand sie weinend im Treppenhaus. Du findest, ihr solltet vielleicht mit jemandem darüber reden. Ihr macht Macaroni und versucht, es bei einer Flasche Wein zu verdrängen. Also, Alkohol scheint hier schon eine Rolle zu spielen.
zuerst diese Sache mit Bier, dann dieses Belächelnde, naja, die Kinder werden schon irgendwie verkorkst und dann wird wieder Bier getrunken. Und dieses, ja, gut, wir machen was zu essen und dann verdrängen wir die ganze Sache, das ist nicht gut. Ich würde sagen, man sollte mit jemandem darüber reden. Ach du je. Nach unzähligen Arztbesuchen und Tests stellt sich heraus, dass Julia unter Demenz im Frühstadium leidet. Und das ist ja eigentlich, das ist ja Amerika, Julia, müsste ich sagen. Sie ist 41. Ihr beschließt, vorerst niemandem davon zu erzählen. Ja, wenn wir Macaroni gemacht hätten, dann wäre das jetzt nicht rausgekommen. Eine dramatische Geschichte, aber mit so einer schönen Atmosphäre. Okay, ich habe den Ehering noch. Tagebuch. Oh. Also, ich muss euch eins sagen, so sehe ich nicht aus, so sieht mein Spielcharakter aus. Bucket wird langsam alt. Julia findet es gut, dass er ruhiger wird, der er nun im Haus weniger anstellt. Eine Woche später kehrt sie zur Universität zurück. 1987. Julias Zustand verschlimmert sich. Sie kann sich im Unterricht an nichts mehr erinnern. Ihre Forschung liegt in Scherben. Sie fährt ohne Grund mit dem Auto in die nächste Stadt und muss von der Polizei nach Hause gebracht werden. Sie ist am Boden zerstört. Sie wird dauerhaft krankgeschrieben. An manchen Tagen ist sie die Julia, die dich als Trottel bezeichnet und eure ungeborenen Kinder als kleine Dummköpfe. An anderen Tagen hast du es mit einer Fremden zu tun. Sie zieht dich ins Bett, um Liebe zu machen. Nach 5 Minuten gerät sie in Panik, weil sie glaubt, ihr Vater steht an der Tür. Du erzählst ihren Eltern von ihrer Krankheit. Ihre Eltern sind niedergeschmettert und fliegen schon bald regelmäßig aus Australien zu ihr. Eine Weile lang besuchen eure Freunde euch und bringen kleine Geschenke zur Aufheiterung mit. Ihr Zustand verschlimmert sich weiter. 1988. Du verbringst deine Tage damit, dich zu Hause um Julia zu kümmern. Du zählst die Sekunden zwischen den 2 wöchentlichen Besuchen von Julias Pfleger Daniel. Er meint, Julia sollte woanders wohnen, damit sie rund um die Uhr betreut werden kann. In einem Heim. Der Gedanke beschäftigt dich über die nächsten paar Monate. Du beschließt, dass sie in einer Betreuungseinrichtung besser aufgehoben ist. Du bist fest entschlossen, dich selbst um sie zu kümmern. Das ist so eine Sache. Wir sprechen hier ja von jungen Erwachsenen und nicht von Senioren oder älteren Leuten, wo das wirklich normal ist, dass jemand schon pflegebedürftig ist. Und das ist echt eine schwere Entscheidung. Auf der einen Seite will man sich selbst nicht belasten, auf der anderen Seite, wenn man einen Angehörigen, einen Partner, Partnerin, was auch immer, in eine Betreuungseinrichtung bringt, ist es auch Belastung. Es ist zwar nicht dieselbe, aber es ist auch belastend. Und ja, was würde ich tun? Das ist schwer. Also ich würde meine Frau nicht in eine Betreuungseinrichtung geben, sondern schon mich selber drum kümmern, aber nur mit Hilfe. Ich glaube, jetzt weiß man, wohin das hinausläuft. Also hier jetzt, das hier ist die Gegenwart. Und das, was wir eben immer lesen, das sind die Rückblicke, unsere Geschichte. Und es gab es ja immer wieder, oder das gibt es ja immer wieder, dass man kann gar nicht kommen zurücklaufen. Welche Richtung muss ich jetzt laufen? Weiß gar nicht. Dass dann nach so einem Schlag oder nach so etwas Schlimmem
Leute aussteigen und etwas völlig anderes machen als vorher, da fallen sie komplett runter. So, in welche Richtung muss ich laufen? Bin ich aus der Richtung gekommen? Ja, ich bin aus der Richtung gekommen. Ich muss da. Und das kann ich sehr gut nachempfinden. Es ist nicht immer möglich, weil man ist ja auch ja, auf seinen Job angewiesen. Was jetzt, wenn es jetzt um Geld geht oder so. Aber so dieses, man steigt aus, man macht was völlig anderes und hier, unser Protagonist hier, der geht als nennt man das Feuerwatcher oder Ranger? Wie nennt man das? Ein Job, wo halt mit der Natur zu tun hat. Ah, Hirsch! Und das kann ich gut nachempfinden. Es ist unglaublich schwierig. Am schlimmsten ist es, wenn du sauer auf sie wirst, weil sie mal wieder. Weil sie mal wieder versucht hat, selbst zu kochen. Du kannst nichts ohne sie tun und sie kann nichts ohne dich tun. Wenn sie sich schlafen legt, bleibst du noch ein paar Stunden wach. Du trinkst auf der Dachterrasse. Im Sommer schaust du Baseball, im Winter Basketball. Auch dabei trinkst du. Du verlässt nun öfter das Haus, nachdem du sie ins Bett gebracht hast. Beim ersten Mal machst du dir Sorgen, sie könnte aufstehen und herumlaufen, während du weg bist. Und auch das kann ich gut nachempfinden. Das ist eigene Erfahrung. Man macht sich so viel Sorgen, dass man sich abends oder nachts lange getraut oder nicht getraut, schlafen zu gehen. Der größte Albtraum ist nämlich, man wird mitten in der Nacht plötzlich geweckt. Das Telefon klingelt oder man hört einen Schrei oder man hört ein Geräusch, wie die Person hinfällt oder dass irgendetwas passiert, aber irgendwann muss man eben schlafen und irgendwann, und es bringt auch nichts, das Haus zu verlassen, weil, naja, das Problem ist ja immer noch da. So, wir haben zwei. Oh, du stellst einen Stuhl vor die Schlafzimmertür. Du vertraust darauf, dass sie tief und fest schläft. Also ich würde nie einen Stuhl vor die Schlafzimmertür stellen, weil wenn irgendetwas passiert, dann kommt sie nicht raus und dann. Aber wenn sie rauskommt, dann kann es sein, dass was passiert. Ach, schwierig. Ich glaube, das ist egal, wie wir uns hier entscheiden. Gehst immer wieder in dieselbe Bar am langweiligen Ende der Pearl Street. Es ist nett dort. Nach und nach vertraust du dich der Barkeeperin Sheila an. Es hilft dir, alles zu verarbeiten. Du kommst mehrmals pro Woche erst um 1 Uhr nach Hause. Du freust dich auf diese Abende. 1989. Eines Abends gerätst du in eine Alkoholkontrolle. Du hast über 1 Promille und verbringst die Nacht auf der Polizeistation. Du überlegst es zu verheimlichen, erzählst es dann aber deiner Schwägerin Susan. Julias Eltern nehmen den nächsten Flug nach Australien. Der Zustand eures Hauses macht sie fassungslos. Sie teilen dir mit, dass Julia ab sofort bei ihnen wohnen wird. Du widersprichst nicht. Du willst sie bald besuchen. Ein paar Wochen vergehen. Der Sommer steht da bevor. Du siehst eine Stellenanzeige in der Zeitung. Du nimmst den Job an. Ist es der Firewatch-Job? Ich glaube, das war alles noch das Intro. Betritt den Feuerwachturm. Ja, bevor ich weitergehe, was ich vorhin gesagt habe, von wegen, nee, oder was man vorhin da gesehen hat.
Es ist irgendwie bei Demenz dann auch so, dass man sich irgendwann denkt, naja, sie vergisst immer mehr und irgendwann hat sie auch dich vergessen oder weiß nicht mehr, wer du bist oder wer sie selbst ist. Und auf der einen Seite, man liebt diese Person, ja, und auf der anderen Seite, es ist eine Belastung und so eine Belastung stellt einen dann vor die Entscheidung, kümmere ich mich jetzt um die Person, wo ich liebe, oder lasse ich los und kümmere ich mich um mich selbst? Das ist schwer, ne? Das ist wirklich schwer. Ich will mich ein bisschen umgucken, was ist da? Jonesy's Lake. Jonesy's Lake, 1,1 Kilometer nach Westen. Sind wir wirklich 13 Kilometer durch den Wald gelaufen? Das ist sportlich. Oh, das ist so schön. Es ist so schön. So, ich kann es kaum erwarten, diesen Turm hochzugehen. Wie gesagt, kein Horrorspiel, soviel ich weiß. Diese Aussicht. Das ist schon toll. Ja, und es gibt, ach, das wollte ich noch sagen, es gibt zwei verschiedene Möglichkeiten, die ich schon gehört habe, bei was Leute in dieser Situation gemacht haben. Die einen, die machen das, was unser Spielcharakter hier macht. Aussteigen, weg, was ganz anderes machen. Und manche oder andere, die stellen sich dem Problem hundertprozentig. Selbst wenn der Partner gestorben ist, oder die Person, die man pflegt, die man versorgt, gestorben ist, engagieren sie sich ehrenamtlich in einer Stiftung oder helfen anderen oder, ja. Und was unser Protagonist hier macht, das ist eine Flucht. Also das ist Alkohol und dann schließlich jetzt das hier. Oh, der Mond. Und ich bin ganz ehrlich, ich glaube, ich würde das machen, was er hier macht. Sind wir einmal drum rumgelaufen? Wo ist der Eingang? Hab ich's verquatscht? Hallo? Acht! Tür öffnen. Schalte den Strom ein. Oh. Unser Arbeitsplatz. Kiefernzapfen. Funkgerät. Schreibtischlampe. Staatsforstführer. Es ist ja nicht nur der Arbeitsplatz, man wohnt hier ja auch. Außergewöhnlicher Geist, das ist ein Buch. Pflanzenwelt. Der Shoshone Forest. Generatorschalter. So, Strom eingeschaltet. Hello, Two Forks Tower. Linke Umschalttaste halten, Funkgerät aktivieren. Umschalttaste. Ah. Dialog. Was war was? Ah. Hello? Whoever this is? It's Henry, right? Yeah. I'm Delilah. Yeah, that's what the guy said on the phone. So, what's wrong with you? Excuse me? Ich mach mal den Ton vom Spiel ein bisschen lauter. People take this job to get away from something. So what's wrong? What's wrong with you? That's a great idea. Go ahead. Look, I just hiked for 2 days, so I don't really follow whatever it is you're doing right now. You take a stab at what's wrong with me. Fine. Then can I sleep forever? Sure, buddy. Okay, now go ahead. Oh, my...
Zu Hause kann ich niemand leiden. Okay, you're probably out here because nobody back home can stand you. Which, after this brief introduction, is not a big shock. Ouch! I'll chalk that up to you being tired and grumpy. Well, I'd better get some sleep then. One sec. Now it's my turn. Okay, good night. Bye. Let's see. I don't know anything about you. I say you got fired from your job and have finally decided to write your novel. That's the sort of bullshit reason you'll find a man out in the woods. Good night. Welcome to the job. Tja, das war das Intro bis jetzt. Firewatch Tag 1. Also zur Info, wie ich das jetzt spiele. Man sieht ja die... Good morning, Henry. Well, oh, okay. I guess good afternoon. You probably slept like a rock. Anyway, there's still a few hours of daylight to get some work in. I can see you at your desk, so call me when you're ready. Hey, sorry, guess I slept in. You got a relaxing, what, 14 hours of sleep? Woo! Yeah, Jesus, I guess it's what, 6? 6:45. Whoops. Don't worry about it. That hike puts everyone out of commission for a day or two. But now that you're up, let me quickly get you acquainted with the job. There's a thing in the middle of your room with a round map on it. Do you see it? Finde das runde Objekt. Also bevor ich jetzt schnell weiterspiele, man sieht, die Dialoge sind inzwischen auf Deutsch übersetzt. It's right in the middle of your room. Oh. You can't miss it. Okay, yeah, I see it. This is the Osborne Firefinder, invented in 1914 by W.B. Osborne? You use this to spot, you guessed it, what the fuck? What is it? Nothing. You use this to... Oh, fuck me! Good God, language, lady. Out your west-facing window. Are you seeing what I'm seeing? Are those fucking fireworks? I need you to confirm. Do you see them? Was wuffen fireworks? Seriously, are you seeing this? Moment, wo? Henry? Ja. Ich sehe nichts. Muss ich rausgehen? Nee, ich kann nicht raus. Ich sehe keine Fireworks. Ich sehe nichts. Jo, wir machen mal Kaffee. Bleichmittel. Moment, untersuchen. Nee. Also ich sehe kein, Ich
savings. Kochbuch. Spülmittel könnte ich nehmen. Oh Mann, hänge ich jetzt schon fest? Also ich kann auch nicht draußen zum Gucken. Das hat jetzt auch nichts mehr. Tja. Kann ich das Licht anmachen? Ja. Ja, das ist Foto mit mir und Julia. Hä? Warum redet jetzt auch niemand mit uns? Das verstehe ich nicht. Speichern erstmal. Soll ich den Tag nochmal neu starten? Sie sagt jetzt auch nichts mehr. Komisch. Den Tag, aktuellen Tag nochmal neu starten. Hey, sorry, guess I slept in. You got a relaxing, what, 14 hours of sleep? Whew. Yeah, Jesus, I guess it's what, 6? 6:45. Whoops. Don't worry about it, that hike puts everyone out of commission for a day or two. But now that you're up, let me quickly get you acquainted with the job. There's a thing in the middle of your room with a round map on it, do you see it? It's
right in the middle of your room. Okay, yeah, I see it. This is the Osborne Firefinder, invented in 1914 by W.B. Osborne? You use this to spot, you guessed it, fire. What the fuck? What is it? Nothing. You use this to... Oh, fuck me! Good God, language, lady. Out your west-facing window. Are you seeing what I'm seeing? Are those fucking fireworks? I need you to confirm. Do you see them? Seriously, are you seeing this? Whoa, that's not legal, right? No. You need to get down there right now and stop them. Fire danger is through the fucking roof. Is that really my job? Your job is whatever I say it is. Look, the closest ranger is like 2 days away. Go down there and set them straight. Soll ich meine Fäuste einsetzen? Kann ich ihn strafzettel geben? Ich kann. Do you think you can handle that? Do I write him a ticket? Easy there, Dirty Harry. Well? Get going. You'll probably need a rope to get down the shale between you and the lake, if I remember right. There should be one in the supply box on the way. The code is 1234. It's actually that for all of them. Convenient. That's one word for it. Okay. Das Seil aus. Ah, jetzt kommen wir zur Tür. Ah, da ist. Jetzt ein Seil holen. Okay. Ah, da sind wir. Aus Versorgungskiste 306. Das heißt, wir müssen in die... wegstehen. In die Richtung. Gehe ich in die richtige Richtung? Ja, ein Weg. Ich weiß nicht. Laufe ich da, wo man laufen sollte? Okay. Meine Orientierung ist richtig, richtig schlecht. Übrigens, da ist der Weg. Da ist die Straße. Ja. Bin ich? Ich glaube, ich laufe ein bisschen verkehrt. Ich sollte wieder in Richtung... Nee, hier Richtung? Bin ich eigentlich hergekommen? Ich habe mich schon verlaufen. Ach, da ist der... Ach, da ist der Turm. Da ist der Turm. So. Ich kann ja auch während dem Laufen gucken. Und alter Turm. Da. Ich glaube, ich muss dahin, oder? Nee. Jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Versorgungskiste 306. Das ist Klo. Mann, wo ist der Weg? Da? Da? Da
schon mal ein Schild. Och Mann, warum hatten die Seile irgendwo gelagert? Warum sind die nicht warum sind die nicht im Turm? Oder sind die vielleicht im Turm? Ich glaube jetzt hier irgendwie unnötig in der Gegend rum. Ich glaube wirklich unnötig in der Gegend rum. Oh, okay, es sieht schon mal nicht so schlecht aus. Ist da ein Weg oder da? Ich habe keine Ahnung. Irgendwie richtig aus. Oh je. Also wenn ich da öfters Hallo. Also wenn ich öfters dahin muss, dann bin ich verloren. Ja. Warum ist Versorgungskiste 306? Ich gehe mal davon aus, dass ich da hin muss. Jetzt bin ich wieder von dem Weg irgendwie weg. Da kommt man nicht durch. Da kommt nicht durch. Also wie sich das gefunden habe, sind die mit ihrem Feuerwerk schon lange fertig. Mann! Da ist ja wieder der Turm. Ich laufe gerade wieder zurück. Oh, der erste Arbeitstag, ne? Tja. Das ist doch ein Scherz, oder? What? Hey, what's the code again? 1, 2, 3, 4. A whole lot of them. Ja, danke. Ja, entspannend. So, teilnehmen. Kümmere dich um das Feuerwehr.
Teil haben wir. Ja, aber wo muss ich da jetzt hin? Wo ist denn das Feuerwerk? Ich habe keine Ahnung. Wo muss ich da jetzt hin? Ich habe keine Ahnung, wo das Feuerwerk ist. Nee, die kann mir auch nicht helfen. Aha, wo kann ich denn mal mit hin? Kann der Kompass mir helfen? Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Ich laufe zum Turm zurück. Ich muss mich erst zurechtfinden. Ah, ich glaube, ich bin richtig. Das passt schon. Der Turm müsste ja eigentlich auch von beiden zu sehen sein. Ah, da ist er ja. Da ist er ja, der Gute. Kümmere dich um das Feuerwerk, aber wie? Wie mache ich das? Muss ich da jetzt wieder in den Turm gehen dazu und gucken, wo das ist? Ah, okay, ich kann schon wieder in den Turm gehen. Habe ich rausgeguckt, da. Da kann mir das... Warum musste ich das Seil erst holen? Ah. Warum habe ich das Seil erst holen müssen? Das verstehe ich nicht. Okay. Brandpeilgerät, das geht mir nicht. Seite geguckt. Das ist, ja da, ist das der andere Turm? Wo ist denn das Feuerwerk? Wo sind das? Hm. Keine Ahnung. Soll ich mich einfach so auf den Weg machen und irgendwie gucken? Brandpeilgerät, das hilft irgendwie gar nicht so viel, ne? Ich gehe einfach mal in diese... Nee. Ich gehe einfach mal in diese Richtung. Oh, komm. Das war ja... Moment, ich habe es so geguckt in die Richtung. Wir verdrödeln schon ganz schön viel Zeit. Okay.
Karte hole, wird angezeigt, was ich machen soll. Einfach so mal rum. Wir haben ja Zeit. Es gibt aber auch gar keine Hinweise, ne? Also nicht irgendwie ein Pfeil, nicht irgendwie eine Markierung, gar nichts. Und ich sehe auch gar nichts irgendwie. Also ein Feuerwerk oder... Oh, speichern, okay. Wir haben einen Speicherpunkt erreicht. Oder wird einfach random gespeichert? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, ob wir hier richtig sind. You fell prey to the Forest Service's big recruiting effort when it comes to, you know, how the hell you ended up out here. I saw the job in the paper and figured, you know, what the heck? What the heck? I've got no ties and no life. Better go spend what's left of it in utter loneliness. Something like that. Now, thanks to last summer, the bump in Forest Service budget actually allowed for us to advertise for the job. Glad it worked. What happened last summer that accounted for this, windfall? Jeez. I mean, the federal government almost let Yellowstone National Park burn to the ground? Ring a bell? Yellowstone is, like... What, 15 miles away? Why would they do that? Well, the short story is that for 60 years, we got very good at not letting forest fires happen. And then about 15 years ago, they decided that forest fires in wilderness areas like Yellowstone should be left to burn. So that's what they did. I can't believe you didn't hear about this. There were reports that the entire park was gone. Dan Rather telling the country that President Reagan didn't care on the nightly news? And what the hell's he gonna do? Smoke jump in and snuff one out for the Gipper? But hey, I got a 30 cents an hour raise because we can't have another fiasco. The goddamn park can burn down again. Kümmere dich um das Feuerwerk. Ja, wenn ich da wüsste. Ich glaube, ich bin in die falsche Richtung gegangen. Wenn ich halt nur wüsste, wo das Feuerwerk ist. Ne? Also, das wäre nicht schlecht. Aber die, die Dialoge mit unserer... Wie heißt denn die eigentlich? Nochmal, ich habe es vergessen. Mit der wir da sprechen. Die kommen einfach dann so rein. Wir erfahren irgendwelche Background-Stories jetzt auch von hier. Ja, das wollte ich vorhin sagen. Also ich werde nichts übersetzen, was jetzt irgendwie hier gesprochen wird, um die Atmosphäre nicht kaputt zu machen. Und werde eben vorlesen, was ich vorlesen kann. Was sind wir jetzt eigentlich? Okay, jetzt laufen wir zum Turm zurück. Kümmere dich um das Feuerwerk. Kann man irgendwo die Aufgaben sich angucken? Ich, oder vielleicht auch, wo man sieht. Naja. Wo die Aufgaben sind. Wo, ich weiß ja nicht, wo ich hin muss. Das glaube ich auch so nie. Ich weiß nicht zu.
sein. Ich habe keine Ahnung, was ich tue. Nee, ich bin wieder komplett am Weg. Am Weg vorbei. Oh, ich bin ehrlich, ich habe mir es einfacher vorgestellt. Oh, ein Wegweiser. Chauncey Lake. Was hat sie nochmal gesagt, wo das Feuerwerk ist? Hat die da irgendwas gesagt? Steht eben gar nichts. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Also gar nichts. Keine Ahnung. Ich kann sie auch jetzt nicht anfunken und fragen. Oder geht das doch? Moment. Medizinrat. Was? Was war das jetzt? Rat. Was heißt das? Hallo? Schlappenkreis. Okay, wo ist der Turm? Ich sehe nichts. Kiste vielleicht noch irgendwas, was man brauchen kann. So arbeiten die bei den Firewatches in Wirklichkeit bestimmt auch. Das heißt, oh, kümmere dich mal ums Feuerwerk und dann, ja gut, und dann viel Glück. man sieht auch nichts. Ich sehe nichts zur Orientierung. Man sieht keinen Rauch. Ich sehe nichts. Außer was ich machen soll, aber nicht wie ich es machen soll. Das ist jetzt wieder die Frage, wo ich mir stelle, bin ich zu doof dafür? Oder soll das so sein? Oder ich habe keine Ahnung. Ich laufe zum Turm zurück.
Kindchens. Kiste gehen und ob da noch was drin ist, was ich brauchen kann. Habe ich überhaupt richtig? Wenigstens lerne ich die Gegend kennen, auch wenn es nicht sehr viel Fortschritt gibt. Habe ich richtig, ja. Und die Zahlenkombination kennen wir ja auch schon. Vielleicht ist es jetzt auch gerade gleich da hinten und die sind die ganze Zeit ruhig da rum. Kiefernzapfen. Müsli-Riegel. Den nehme ich. Hey, hier soll kein Essen gelagert werden. People just stuff these things with old food? That's how you get bears. Those boxes are bear-proof. I wouldn't worry about it. Dann esse ich ihn. Oh, Nachricht. Notiz lesen. Okay. 7.7.1986. Hi, Ron. Der Typ ist nicht klargekommen, also habe ich seinen Turm abgeriegelt und ein paar Sachen in die Kiste getan. Ich habe auch einen dieser Riegel gefunden, die du magst. Ich wandere jetzt zum Park, aber wir sollten uns verlaufen lassen, wenn ich wieder da bin. Dave. Das klingt doch sympathisch. Oh no. Okay, liebe Freunde, seht es als Experience. Kiefernzapfen. Ja, komm mal da rein. Jetzt ist auf der Karte, glaube ich, eingetragen, wo man hin muss. Medicine Wheel. Jetzt da, das ist da jetzt das Feuerwerk eingetragen? Ich habe keine Ahnung. Was ist das eigentlich für ein Geräusch? Das ist das Feuerwerk, ne? Man hört's, aber man sieht's nicht. Na gut, am Tag ist es schwierig, ne? Oh, langsam schnell laufen. Ich höre was. Ich glaube, ich bin falsch. Wo muss ich hin? Es wird lauter.
hört's nur, aber man sieht's nicht. Halt. Karte. Ich glaube, ich muss wirklich dahin. Medicine Wheel. Aber, wirklich mal wieder unter aller Wunder. Und wenn es jetzt heißt, okay, bleib doch, lauf doch auf der Straße, auf dem Weg. Ja, der Weg ist nicht immer sichtbar, das ist ja das. Das sind so Trampelpfade. Ja, ich kümmere mich um das Feuerwerk. Jetzt bin ich wieder da. Oh Mann, oh Mann. Was hängt denn da noch? Ist das jetzt dieser Zettel? Moment. Aha, okay. Ich habe ein Schreiben zwischen zwei Typen gefunden. Hey, I found a note to a guy named Ron from some guy Dave. That's probably Dave Gaskell. He's completely nuts. Is that right? Harmless, but yeah, one of those, you know, fall off the grid and eat ants for a week type, totally fucking cuckoo. Which is kind of what the job attracts. Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Das ist neu, da war ich noch nicht. Also man hört es nur, aber man sieht es nicht. Das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gesagt. Jetzt laufe ich wieder raus. Muss ich da runter, wo Medicine Wheel ist, oder muss ich da hoch? Ich habe keine Ahnung. Das ist für mich jetzt momentan so Trial and Error. Ich laufe wieder in die, ich laufe wieder zurück, ne? Also wenn das jetzt nicht weit von dieser Kiste ist, dann wäre ich rein da. Geht gar kein Weg lang. Da kommt man nicht durch.
diesem Medicine Wheel. Oh, meine Güte. Es ist dann dieser Jonesy Lake. Mann! Tja, willkommen. Ich kapiere es nicht. Ich kapiere es einfach nicht. Und ich weiß nicht mal, ob ich richtig bin. Jetzt bin ich wieder bei dieser blöden Kiste. Aber irgendwie klaff jetzt wieder diese Richtung. Es wird lauter. Aber irgendwie, das ist ja da, wo man nicht weiterkommt. Und man sieht nichts. Wird lauter. Weißt du, jetzt komme ich jetzt von der anderen Seite. Also man sieht ja auch gar nichts. Feuerwerk müsste man doch auch sehen. Ich höre es aber nur. Okay. Aha. Ah. Jetzt. Deswegen brauche ich das Seil. Seil am Haken befestigen. Ja.
Meine Güte. Abseilen. Achso. No, no, no! War das jetzt gewollt oder habe ich was falsch gemacht? Unfall melden. Hey. What the hell's wrong with you? My rope snapped coming down the shale slide. You didn't break anything, did you? No, I think I'll make it. Well, be careful for Christ's sake. Ja, ich habe den ganzen Tag gebraucht, dieses Dauerfeuerwerk zu finden. Moment. Hä? Muss ich jetzt da runter? Wahrscheinlich da, wo das grüne wieder eingezeichnet ist, oder? Aber muss ich jetzt da rein? Hey, there's a tie-off point off here, just a little way from the shale slide. Well, you ready to get back on that horse, huh? Well, I can't go any further, is what I'm saying. That heads south down to the creek, but you should be able to get to the lake just by continuing west. Without any, you know, mountaineering. All right. It's a long summer. You can explore later. Hat man das Feuerwerk gar nicht mehr. Jetzt habe ich gedacht, ich hätte es geschafft und jetzt bin ich... Ach, das verstehe ich jetzt nicht. Das verstehe ich jetzt... Ist das der Weg? Das verstehe ich jetzt irgendwie nicht. Es scheint... Ich laufe jetzt zurück, oder was? Ich glaube gerade zurück. Oh Gott. I'm staring at the big outcropping down here, but I'm not quite sure where to look for our pyrotechnicians. Maybe keep heading west toward the lake.
It is a hell of a nice camping spot down here by the lake. I haven't been down there in years, but yeah, Jonesy Lake area is perfect. Vielleicht ist es auch gewollt, dass es so lange dauert. Weil man soll ja die Gegend erkunden. Man soll das ja jetzt bloß, dass man halt auch die Karte aktualisieren kann. Wusste ich nicht, aber wir sind anscheinend, wir wären anscheinend auf dem falschen Oh. Finding a bunch of empty beer cans. They threw them all over hell. Are you fucking serious? Yeah, sure am. People are just the worst, aren't they? They're not great, no. Tja. Hat auch jemand Pfandflaschen, Pfanddosen irgendwie rumliegen. Die sammeln wir jetzt mal alle ein. So. Perfekt. Halt. Halt. Pro Dose 25 Cent, ja, und au. Ich glaube, wir sind da. Oh, look, they decided to have a campfire too. You know, they color-coded the fire danger signs in case people were illiterate. But I guess that doesn't take into account just plain stupid, does it? Hier sieht's vielleicht aus. Rucksäcke, no. They left their packs tied up here. Don't fuck with them. The last thing we need is some hikers filing a report about harassment. Oh shit, ferret or Irish. Für später auf. Euer. Ich habe keine Ahnung, gibt es irgendwie, Oh, die Sonne. Schön. Jetzt. Muss ich wieder zurück? Ich muss wahrscheinlich wieder zurück. Oder muss ich mir hier noch ein bisschen angucken? Ich habe ein BH gefunden. I found a bra. A nudie pyromaniac. Remain professional. There are panties. There are what? I don't want to say that word again. Why, because you're 12? Ui, wir sind schon ziemlich weit am... Zum einen Jonesy's Lake gegangen. Ich hab keine Ahnung, wo es halt langsam dunkel, ne? Noch ein BH. There's a... Ooh. Yes? I should probably just head back. You should probably tell these people off and then head back. But... And if you see a penis, you're gonna have to deal with that too. I found them in the lake. Skinny dipping? Yeah. Is that a guy over there? Oh boy. Enjoy dealing with that. Oh. Die sind betrunken. I know you guys are setting up bottle rockets out here, okay? How? Because you're hiding in the bushes spying on us? Give
break, Lily. He probably hasn't seen boobs in 20 years. Haha, he's probably still a virgin. Ugh, I hate this. Let's get out of here. Ihr wisst überhaupt nicht... Kerzenfeuer. Ja, gut. Gute Idee. Ihr wisst überhaupt nichts über mich. Bin ich der Drachenlord? Nee. Hey, that go okay? It's done. Well, that's ominous. Hopefully there won't be any more trouble. Good. Thanks for going down there. Gehen wir zu unserem Turm zurück. Das ist auch gemütlicher. Und dann können wir uns vielleicht auf den Whisky kümmern oder so. Ach du Schande. Ich, ja. Wo laufe ich jetzt lang? Ja, wo laufen sie denn? Ich soll den Weg zurücknehmen oder ist das eine Abkürzung? Oh, ich hoffe, ich komme nicht irgendwann in eine Sackgasse. Ah, da kann man auch so drücken. Ach, da kann ich jetzt nicht drüber. Na toll. Na gut. Oder hätte ich jetzt drüber können, aber dann weil das angezeigt wurde. Mit Leertaste, bla bla bla. Warum geht es da jetzt nur? Doch. So, ja, und ich, Esel, wäre wieder zurückgelaufen einfach. Uff. Ja, das ist schon ganz schön spannend hier. Ich auf der anderen Seite vom Fluss. Das ist nicht gut. Vielleicht soll ich hier überhaupt schon sein, oder? Ich kann mal so. Ja, okay. Okay. Halt. Jetzt gehe ich einfach am Fluss entlang. So, I have a bit of a confession to make. What is it? Look, I was drunk last night when I welcomed you to the job. Yeah, well, you're not the first boss to be guilty of that. I know, I know I can get a little pushy, you know, putting you on the spot about why you're out here and stuff. Das ist keine große Sache. I'll keep that sort of a thing to a minimum. Anyway, let me know when you get back to your lookout. Wo bin ich? Muss ich jetzt lang? So, da ist halt schon der Weg. Muss ich da jetzt hoch? Regenschirm nicht dabei. Hey, I heard some thunder. Yeah, I've got eyes on a storm out to the north. Well, that's bad, right? Because of the lightning? It just means we'll be busy. Hurry home and try not to get hit by lightning. Yeah, I'm not sure I got a lot of choice in getting struck down.
Especially not with your electric personality. Ugh. Hm, I see my joke did not spark your sense of humor. Flirtet die mit uns? Oh, I'm just gonna let her have that one. Am Weg irgendwie vorbei. Da ist ja die Höhle. Ich muss da drüber. Vielleicht. Durch die Höhle? What's in this cave down here? In Thunder Canyon? Thunder Canyon? I didn't name it. But in the cave? I don't know, rocks? NFS tells people not to go too far in there. It's pretty dangerous. So, I say, fuck it. You're a grown man, you can go where you want. Great. Used to go caving with someone back in Colorado. She loved it. Might be great to explore it sometime this summer. It looks like the path leads through the cave. Back in the cave, huh? Man, I don't need to lose another lookout in there. Another lookout? They go in, they never come out. So this is another one of your jokes. Yeah, it is. Yep. There's some guy out here. Some guy? Wait, he's looking at you? Is he doing anything else? I don't think so. Henry, there's something something someone should have told you about this area. What is it? It's outside. Come on. The whole thing. And people come and go as they please. It's madness. Yeah, okay. I get it. Look, bumping into someone in the middle of nowhere is part of the fun. Schau dir mal das an. Oh, das ist so wunderschön. Wenn ich nicht so confused wäre, ob ich hin muss, kann ich mal fragen. So, wo bin ich? Ich bin total vom Weg weg. Irgendwie. Schön. Nicht weiter. Muss ich doch mal weiter. Ja. Okay. Kann ich drüber springen? Ja, okay. Okay. Sieht gut aus, aber dieser Typ. Der hat mich jetzt, das war jetzt schon ein bisschen gruselig. Sprung nach unten? Ja, nö. Auf gar keinen Fall. Ja.
Tag, der ist schon anstrengend. So, wo bin ich? Ich glaube, ich bin auf dem richtigen Weg. Das sieht gut aus. Der erste Arbeitstag, der ist schon anstrengend. Lalala. Aber wir sind ja Aussteiger. Ja. Jedenfalls glaube ich, dass wir Aussteiger sind. Weggesperrt. Autsch! Also der Weg war... Der Weg, der war gesperrt, ja. Jetzt ist das nicht mehr. Oh, Gewitter. Ich glaube, wir sind gleich da. So this generator is all the power I've got out here. Yep, it doesn't go through much gas, and, well, you don't have much in the way of electronics, so... What about my hairdryer? Oh, I'm sorry. You might just have to make peace with frizzy locks. I could never. Das war kein Klo gehen. Dieses Blumsklo. So it's, just the outhouse, then, in terms of going to the bathroom? You're a man, Henry. You can go wherever you want. Well, number one at least. And, full disclosure, I pee wherever I want as well. Sollen wir vorher noch aufs Klo gehen? Tür zu. Ab in den Turm. Das ist ja immer noch die Aufgabe. What can I do for you? Well, my typewriter is on the ground, outside of my tower. You write? Yeah, look, the wind? No. How the hell... You should get inside. Fuck me. Oh, jetzt wird's unangenehm. Oh, oh. Hatten wir ungebetene Besucher? Mir wurde gesagt, das ist kein Horrorspiel. Ich will auch, du bist so schön aussehen. Vandalismus melden. Vandalismus. Nein! Aha, willst du richtig hinstellen? Kann ich Vandalismus melden? Someone broke in. They what? They wrecked the place. Threw my typewriter out the window. Motherfucker! Holy shit. I'll let the Forest Service know what happened. My fucking sheets are gone. They stole your sheets? That's just mean. Yeah, it sucks. Okay, I put in a call. What can they do about it? Will they catch whoever did it? This is the Forest Service, Henry. They're not exactly Hawaii 5-0. Do you have any idea who would have done this? Vielleicht der Typ vom Canyon? Yeah, guy I saw in the canyon, but I don't know why the fuck he'd want to mess with my stuff. Well, I'll have the rangers keep an eye out for a man hiking on his own and question him if they find him. I can't believe someone would do this. I worry about bears and fires, and that's about it. And now I've got to worry about some deranged hiker going after lookouts? Great. Okay, in the morning I'm gonna call my friend Patty, who works the desk down in Cody. They keep a list of everyone who's officially been in and out of the trailhead since, I don't know, forever, and see if we can get a list of names.
We won't get much, but at least if anything else happens, we can refer to it and see if anything comes up. Thanks. I need you to feel safe out here. Just point me to the Forest Service weapons cache and I'll feel safer than the Pope in his little car. Yeah, someone made the choice years ago that leaving people with infinite amounts of alone time and a gun was kind of a bad idea. Grenades? I'll see what I can do.